Seit etlichen Jahren gehen ein Kumpel und ich kurz vor Weihnachten einmal wirklich shoppen bei Saturn und im Lego-Shop gucken wir mal und packen einfach alles rein, was geht. Wir sparen da Monate vorher schon drauf und das hat sich schon zu einer Tradition entwickelt. Und heute geht es endlich mal wieder los und gleich zeige ich noch, was am Ende alles mal rausgekommen ist. So, hier jetzt die Ausbeute von meinem Einkauf. Es sind einige Filme und Serien geworden und ein paar Kleinigkeiten noch dazu. Als erstes habe ich mir den Hobbit in der Collector's Edition geholt. Da habe ich auch vom Herr der Ringe und von den anderen Hobbit-Filmen die Collector's Edition. Da ist immer so eine schöne Figur dabei und die finde ich besonders schön. Nennt sich Silent Reflection. Da ist Bilbo und Gandalf drauf. Und die ist sehr detailliert. Man sieht da die Pfeife, die er hat. Da sind noch Requisiten. Ein Schwert, ein Helm dabei oder der Stab von Gandalf. Also die kriegt auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Natürlich ist auch der Film dabei. Das ist Extended Edition von Die Schlacht der Fünf Heere in 3D. Kann ich dann schön zu Weihnachten alle Filme nochmal passend gucken. Kommen wir zu den Filmen. Als erstes habe ich hier It Follows. Das ist ein Horrorfilm. Also da sitzt man wirklich angespannt die ganze Zeit im Sessel oder auf der Couch. Das ist unglaublich. Danach kann man nur sehr schlecht schlafen, aber der Film ist wirklich sehr, sehr gelungen. Kann ich nur empfehlen für alle, die mit Horror was anfangen können. Dann ist es eher ein Trash-Film, das ist Turbo Kid. Das spielt in der apokalyptischen Welt von 1997, weil in den 80ern die Welt untergegangen ist. Und also das ist sehr, sehr lustig für alle, die in den 80er Jahren aufgewachsen sind. Was da alles, da werden Videokassetten in der Tonne verbrannt, um sich zu wärmen und sowas. Also. Sehr lustig, aber sehr großer Trash. Dann habe ich ein paar Updates gemacht. Einmal die Rambo-Trilogie war sehr günstig. Wer kennt ihn nicht? Sylvester Stallone mit seiner ersten Paraderolle und direkt mit Rocky in seiner zweiten Paraderolle. Auch die Collection sind auf Blu-ray jetzt im Angebot. Deswegen dachte ich mir, die kosten nicht viel, nehmen wir die mal mit. Pixels habe ich noch geholt. Für jeden, der mit Pac-Man und Galaxians und diesen ganzen Arcade-Spielen, was anfangen kann, ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Hommage. Kann ich auch nur empfehlen, der macht sehr viel Spaß. Ich habe jetzt nicht die 3D-Version, das fände ich immer ein bisschen teuer, deswegen nur die normale. Und dann als Zurück in die Zukunft-Fan habe ich mir die Zeichentrickserie gegönnt. Die hatte ich auch vorher noch nicht, damit dürfte ich jetzt aber komplett sein. Ich kenne sie auch noch gar nicht, also habe sie damals nicht gesehen, deswegen völliges Neuland. Das ist auf jeden Fall sympathisch gezeichnet. Ich bin mal gespannt. Dann habe ich zwei Endzeitfilme. Einmal These Final Hours. Da stürzt ein Meteorit auf die Erde und droht alles Leben aufzulöschen. Es geht aber nicht um Action oder Katastrophenfilm, sondern wie man die letzten Momente verbringt. Ob man jetzt da mit seinen Liebsten zusammen sein will oder nochmal die Megaparty feiert. Aber sehr, sehr realistisch gemacht. Dann stellt man sich schon selbst die Frage, wie würde man denn selbst in den letzten Stunden der Menschheit re reagieren? Und der andere Endzeitfilm ist Mad Max. Also das Actionbrett überhaupt. Man sieht hier auch Max und Furiosa vorne drauf. Da ist ja praktisch nur Action die ganze Zeit. Wow, da bin ich schon sehr gespannt, wie der zu Hause wirkt. Dann was fürs Herz, einmal A World Beyond oder Tomorrowland mit George Clooney und Brittany Robertson. Der ist ein typischer Disney-Film, schöne Utopie und mit
mit einer schönen Message. Also da kann man einfach abtauchen. Das hat also sehr viel Charme. Ich fand den total toll. Und dann noch Margos Spuren oder Paper Towns. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber den Film fand ich total toll. Das ist auch eher was für Träumer und dass man nicht seinen vorbestimmten Weg gehen soll, sondern seinen eigenen Weg. Und also wirklich sehr schöner Film. Und zu guter Letzt, weil ich ja Musical war, den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, habe ich den einfach mal mitgenommen, um zu gucken, wie der gealtert ist nach all der Zeit und wie sich das im Musical verhält, wenn man das kurz vorher gesehen hat. Dann habe ich mir Harry Potter in the Philosopher's Stone gegönnt. Ich hatte bisher noch kein Buch von Harry Potter, muss ich sagen. Ich habe die Filme nur gesehen. Und da ich ein bisschen im Harry Potter-Fieber bin, habe ich mir gedacht, wird es Zeit, endlich mal ein Buch zu holen. Man sieht, es ist die Illustrated. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Bilder dabei. Natürlich auch die komplette Geschichte. Aber die Bilder, die da drin sind, sind wirklich sehr gelungen. Also da freue ich mich schon sehr darauf, das zu lesen. Es ist auch sehr schwer, sehr hochwertig. Kann ich nur empfehlen. Ein bisschen Merchandise ist es geworden. Das ist eine Guy Fawkes-Maske. Ich mochte V für Vendetta auch immer sehr gerne. Also die wollte ich schon immer haben. Die kostet nicht viel. Habe ich einfach mal mitgenommen. Dann habe ich eine kleine Samus Aran-Figur. Das ist von Metroid. Ich kann zwar diese Amiibo-Figur nicht im Spiel benutzen, weil ich die Spiel dazu nicht habe, aber die Figur an sich fand ich so schön. Das passt einfach schön ins Regal. Und dann, wie man sieht, habe ich noch zwei Comics dabei. Das sind die neuesten Episoden von Buffy und Angel in der Staffel 10. Dann bin ich auch da auf dem neuesten Stand.